Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 11. Mai 2020. Mein Name ist Norbert Gieso mit einer neuen Woche, die wir jetzt beginnen werden. Ja, zwei Bemerkungen vorweg. Am Wochenende habe ich auf meinem anderen Kanal 1961 Bumm ein Video über die Mondknoten aufgenommen. Wer sich dafür interessiert, gerne mal reinhören. Und aus aktuellem Anlass, wer mir eine E-Mail schreibt, was der beste Weg eigentlich ist, mit mir in Kontakt zu treten. Oftmals landen meine Antworten, und ich antworte auf vernünftige E-Mails immer, landen die manchmal oder oftmals leider im Spam-Ordner. Wer sich also wundert, dass ich ihm nicht geantwortet habe, oder wer mir schreiben möchte, bitte mal im Spam-Ordner gucken, da findet ihr höchstwahrscheinlich dann meine E-Mail. So, nun zu dieser neuen Woche, die uns auch gerade heute, aber auch innerhalb der Woche einige interessante Aspekte bietet. Venus wird am Mittwoch rückläufig. Sie gesellt sich damit eben zu Pluto und Saturn. Saturn wird heute rückläufig, stand ja die ganze Zeit schon still. Jupiter wird jetzt auch in den nächsten Tagen rückläufig, und Venus kommt dazu. Über die Rückläufigkeit der Venus habe ich im Mai-Horoskop einiges erzählt, wird aber auch diese Woche noch Thema werden, weil die Venus in ihrer Rückläufigkeit hier eben auch im Quadrat zu Neptun steht. Und in der Rückläufigkeit der Venus sind vor allem alle Bereiche, die mit Werten, also auch mit Finanzanlagen und Wirtschaft zu tun haben, aber auch mit Beziehung und Begegnungen, sind unter der Rückläufigkeit erschwert zumindest. Man muss sich das vorstellen, so ein bisschen, als müssten wir in diesen Bereichen noch mal ein wenig zurückgehen, um das zu korrigieren, um bestimmte Dinge zu bemerken, um klarer zu sehen. Und das wirft aber natürlich auch ein Schlaglicht darauf, weil Venus hat ja auch sehr viel mit Werten zu tun, warum gerade in vielerlei Hinsicht so eine unglaubliche Verwirrung und aber auch Verirrung mancher Leute stattfindet. Einfach eine totale Unklarheit, was eben die Werte anbelangt. Und daher gilt es auch eben auch auf das Thema eben Werte und auch auf das Thema Beziehung mal in die nächsten Zeiten, nächsten Wochen ein größeres Augenmerk zu legen, sowohl was die Partnerschaft an sich anbelangt, wie auch meine Situation, ob ich in der Partnerschaft bin und in der Partnerschaft unzufrieden bin oder zufrieden bin, ob ich vielleicht eine neue Partnerschaft suche und mich schwer tue, wie ich eigentlich als Partner bin. All diese Themen spielen eine Rolle, und auf die rückläufige Venus werde ich in den nächsten Tagen nochmal genauer eingehen auch. Das heißt auch, dass Venus in dieser Woche quasi stillsteht. Das kann also auch bedeuten, dass es im Begegnungsbereich, auch unabhängig von Beziehungen, zum Stillstand kommt oder auch merkwürdige Begegnungen stattfinden können. Auch Mars, das Pendant zu Venus quasi. Venus weiblich, Mars männlich. Mars hier heute im 29. Grad des Wassermanns, der hier eben ja auch für gewissen Aufruhr sorgt im Wassermann, gerade was so gesellschaftliche Themen auch anbelangt und Themen, die um das Thema Freiheit kreisen. Mars wird diese Woche das Zeichen wechseln. Er wird am Mittwochmorgen in die Fische wechseln. Der Mars wechselt von einem Zeichen ins andere, ist in gewisser Weise immer sehr brisant, weil Mars hat ja mit Energie zu tun und mit auch mit auf der negativen Seite mit Wut und Aggression. Der Wechsel hier kann eben dann auch eine Schwierigkeit anzeigen, wie und wo ich meine Energie einbringe. Und Mars dann in den Fischen, eben ab Mittwochmorgen, ist natürlich auch nicht sozusagen das beste Zeichen für den Mars, weil er in den Fischen sich natürlich im Wasserzeichen, Emotionszeichen Fische nicht so gut durchsetzen kann.
Also sowohl Venus-Quadrat in Neptun wie auch Mars in den Fischen legen mehr den Fokus auf innere, auf sanftere Energien. Also im spirituellen Bereich, in der Meditation, in der Innenschau können wir jetzt große Fortschritte machen, in Anführungszeichen Fortschritte. Was so die Durchsetzung in der Außenwelt anbelangt, kann es in den nächsten Tagen daher etwas schwieriger sein. Und auch mit Merkur ist einiges los hier Anfang der Woche, weil Merkur steht heute Morgen gleich im Quadrat zu Mars. Merkur hier Ende Stier, denn Merkur wird heute Abend um kurz vor Mitternacht in den Zwilling wechseln. Also wir haben heute Merkur-Wechseltag, morgen Mars-Wechseltag, Mittwoch Venus-Rückläufigkeitstag. Alles nicht besonders dramatisch, aber alles kleine Nicklichkeiten. Und der Wechsel des Merkur in den Zwilling, also der Merkur-Wechseltag, bedeutet auch, dass alle Merkur-Dinge heute mit Vorsicht zu genießen sind. Also alle Abmachungen, Verträge, Absprachen, aber auch die Kommunikation, die Information. Vielleicht wäre es ganz gut, sich sehr zurückzuhalten, also sich nicht zu viele Informationen in den Kopf zu drücken, auch den Wahrheitsgehalt vieler Dinge, ich will nicht sagen zu hinterfragen, aber das nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Auch vielleicht für sich selber im Inneren, auch im Äußeren jetzt nichts unbedingt abmachen, erstmal abwarten, bis Merkur dann halt im Zwilling steht. Mit dem Wechsel in den Zwilling, also bevor er in den Zwilling wechselt, steht er heute Morgen im Quadrat zum Mars, Vorsicht vor Streit. Und dann wechselt er eben in den Zwilling, wo er dann eben, wie gesagt, heute um Mitternacht hineinwechseln wird. Merkur in seinem eigenen Zeichen im Zwilling. Da wird es, was Information, Austausch, Kommunikation anbelangt, sehr viel schneller und lebendiger werden. Auch ein bisschen hektischer vielleicht, aber eben auch die Möglichkeit, hier auch im Kommunikationsbereich wieder etwas trittfester zu werden. So möchte ich mich mal ausdrücken. Ja, also einiges los, wie ihr seht. Was macht der Mond als Tagesanzeiger der Energien? Der Mond heute im Steinbock, was oft ja auch ein Zeichen dafür ist, dass es eben nicht darum geht, seinen subjektiven Emotionen, Gefühlen so zu folgen, sondern eben eine gewisse Disziplin ist angesagt. Es gilt vielleicht, bestimmte Dinge heute zu tun. Mond Steinbock zeigt ja immer an, dass es etwas zu tun, zu sortieren, zu organisieren gilt. Dass es auch darum geht, das Augenmerk auf größere Zusammenhänge zu setzen, also nicht immer nur so die persönlich subjektive Empfindung in den Vordergrund zu stellen. Ein Thema wie Verantwortung, Disziplin, die Kardinaltugenden sind dabei eben sehr, sehr wichtig. Der Mond wird morgen Nachmittag, also Dienstagnachmittag, wird er dann um 17:40 Uhr morgen in den Wassermann wechseln. Und wird halt hier über Pluto, Jupiter und Saturn laufen. Das vielleicht nochmal kurz angemerkt. Auf Pluto steht er morgen früh um 8:14 Uhr, auf Jupiter morgen Mittag und auf Saturn dann morgen Abend. Aber dazu morgen dann mehr. Ja, interessante Aspekte. Können wir wieder auf viele Aspekte auch schauen und uns kann bewusst werden, wie so die Planetenenergien laufen. Ich wünsche uns allen einen guten Wochenstart, einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.